Hallo! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo auf dem Maki 2.0 Kanal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß, in letzter Zeit gab es ab und zu mal keine Videos, aber ich bin jetzt wieder back. Ich war sehr viel unterwegs, ich musste ein paar Sachen klären. Aber wir gehen zurück auf unseren Lieblingskanal OE Vanyu, denn er hat gestern hochgeladen, alles mit Mayonnaise essen für 24 Stunden. Ist 24 Stunden nur Mayonnaise. Ich glaube, das Video wird absolut komplett gestört, deswegen schauen wir uns an, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr neu seid, ganz, ganz wichtig. Abonniert noch kostenlos diesen Kanal. Einmal unter mir einfach auf Abonnieren klicken. Schon habt ihr alles gemacht. Ihr bekommt umsonst jeden Tag ein neues Video. Ihr könnt euch dieses dulli Gesicht immer anschauen. Danke an jeden, der abonniert hat. Let's go, Evanjo. Oh, bitte nein. Bitte putz nicht deine Zähne mit Mayo, Brudi. Okay. Boah, Alter, Mayo mit Wasser drüber und dann mit dieser Zahnbürste, wo zuvor schon Zähne geputzt wurden, wo noch so Zahn... Mario! Du Ekelhafter! Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und warte, Moment mal, warum bin ich eigentlich so gut gelaunt? Ihr seid wirklich schlimme Menschen. Nein! Weil sie immer noch nicht ein Like auf dem Video da gelassen haben. Und weil sie mein Mario-Süppchen nicht schätzen im Center-Shock-Video. Alter, Leute, ich zeige euch da wirklich ein was aus meinem Privatleben. Ich zeige euch, dass ich da eine Delikatesse verspeise. Nicht schön mit Mayo. Und ihr hatet das so und sagt, ey, Mario-Süppchen ist nicht lecker. Und vor allem diese Reaktion, die darauf kam. Bruder, Suppe mit Mayo ist halt einfach auch wirklich... Suppe mit Mayo ist halt einfach wirklich ekelhaft. Suppe mit Mayo, ey, oh, ist das... Boom! Endlich! Mal wieder! In einem Video von ihm. Lebensziel erreicht. Boah, was ist mit ihm? Oh mein Gott, wie ekelhaft. Ja, vor allem du, Simon, du darfst überhaupt nicht reden. Ganz ehrlich, du isst Pflanzen, Alter. Ich war ganz allein in der Wohnung und plötzlich hat er angefangen, an mir zu knabbern. Und was hat er da mit deinen Eltern gemacht? Er hat alle beide aufgegessen, dieses Monster. Manchmal könnte man sich echt denken, so diesen Dialogen, die sich Evanjo hier ausdenkt, da ist er ein bisschen mal so. No, ich nix haben, Polizei, ich nix habo. Problem ist allerdings, alles mit Mayo essen heißt wirklich alles mit Mayo essen. Also heißt wirklich auch meine Liebsten. Banane, es tut mir wirklich leid. Nein, ich hasse dich, wo du Süße machst. Der Mensch ist schwach. Oh nein, es fängt jetzt schon an mit Frühstück. Wie verschissen, Leute. Jeder weiß doch. Ey, nein, der isst jetzt nicht Cornflakes mit Mayonnaise oder so. Bitte sag mir. Es kommt erst Müsli und dann das Mayo. Er isst Müsli mit Mayo. Er isst Müsli mit Mayo. Recht hat er. Ich habe jetzt noch Sojaflocken. Halt erstmal die Mayo-Brühe und dann packt man die Sojaflocken da rein. Ach ja, ein kleiner Lifehack. Wenn eure Mayo leer geht, aber ihr seht, hier sind noch Reste drin, ne? Dann einfach in der Mitte mit dem Messer aufschneiden. Bitte sag mir, das ist ein Traum. Ich wach gleich auf und er isst ganz normales Müsli. Jetzt haben wir hier das hier offen, ne? Zwei Teile. Ihr seht, hier ist noch wirklich jede Menge drin. Und dann kann man das einfach rauslöffeln. Seht ihr? Zack, in euer Müsli geben. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber er ist von unseren Freunden. Fick euch ab. Oh, dann mischen wir das jetzt mal. Also Milch ist irgendwie doch noch besser, weil... Dann ist Milch wohl besser. Ich muss das, glaube ich, euch nicht erklären. Bah, diese süßen Kellogg's Flakes mit Mayo, bah! Ja, Milch im Müsli besser, ey. Aber, ihr wisst, es ist mein Kanal, auf meinem Kanal, was im Titel steht, passiert auch. Wir sind nicht bei Leon Mascher. Wir geben dem erstmal eine Chance. Riechen tut schon mal nicht so atomisch. Wenn er jetzt sagt, das schmeckt gut. Ach, Gott im Himmel, ist das trocken. Das schmeckt so ölig. Digga, Evanjo! Rudi, das kannst du doch nicht machen! Mann, so ist der Mario-Himmel also. Digga, nee, ungenießt was. Zum Glück habe ich den hier noch. Oh, Pfefferminzig. Mario, 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 was? Mario, nein, nein, Mario, nein, Mario, nicht der. Mario. Mein süßer Pfefferminzig. Pfefferminztee mit Mayo. Ey, also. Boah, Alter. Tut mir leid, dass ich das antue. Aber es ist wirklich alles mit Mayo. Alles. Das ist natürlich das widerlich, aber das sieht eigentlich echt schön aus, muss ich sagen. Hey. Hey. Er ist der schönste Junge aus der Stadt. Doch keiner kennt die Marken, die er hat. Aufgestylt läuft er durch die Street. Ihr würdet ihn erkennen, wenn ihr ihn sieht. Ja. Mein Mann. Ey, diese Mayo-Reste, die so am Mund hängen. Evanjo, ich weiß nicht, wie du das kannst, aber mir wird allein beim Zuschauen schlecht.
Wie machst du das, Digga? Mario-Vorrat geht langsam leer. Und ich brauch die nächste Dosis. Hier ist der Nachschub. Das nehmen wir natürlich alles direkt mit. Okay, okay. Ich habe mir gerade noch einen wunderbaren süßen Döner besorgt, weil ich brauche für das Thumbnail heute. Also heute. Da ist Döner, Mayo, ist okay. Das gut, wie du gerade drehst, kommt auch die Döner-Challenge online. Falls ihr nicht gesehen habt, macht bei der Döner-Challenge mit. Also die Vanyu-Challenge. Haut einen Döner schneller weg als ich. Ich hab echt Bock, den zu essen, aber leider kann ich den ja nicht auf normalen Wege essen. Dann heute muss ich den mit Mayo bestreuen. Aber eine Sache war gerade echt faszinierend, fand ich irgendwie. Ich war gerade beim Döner-Mann, in Anführungszeichen, weil da war einfach eine Frau. Das mache ich am liebsten mit dem Ding. Und jetzt denke ich mir gerade so, ja, bevor die ganzen Feministen mich abschlachten. Ich wollte es gerade sagen hier, Evanjo, du stehst gerade auf sehr dünne, also wirklich sehr, sehr dünnes Eis. Ich hoffe, das kannst du jetzt gut begründen, ja? Moment, Moment, Moment. Und zwar, ich habe ohne Scheiß noch nie in meinem Leben eine Dönerfrau gesehen. Also wirklich, Leute, gar nicht irgendwie sexistisch oder sonst was klingen, sondern einfach, ich habe wirklich noch nie eine gesehen, immer nur einen Dönermann gesehen. Noch nie eine Frau, die mir einen Döner gemacht hat. Ja, ich muss ehrlich tatsächlich auch sagen, ich glaube, also ich habe schon öfters eine Dönerfrau gesehen oder halt in der Dönerbude eine Frau, die das geleitet hat, aber es ist, glaube ich, echt gängiger, dass der Mann das macht, oder? Hier, ich glaube tatsächlich auch. Also ich habe es auch noch nicht so oft gesehen, ne? Sag ich mal, hast du jemals gesehen bei euch? Also ich habe es durchaus mein allererstes Mal. Hallo, hier ist die Dönerfrau. Du Schnecke, zieh dich aus. Topware. Ein guter Döner ist schön gut durchgemischt, der ist nicht so geil durchgemischt, das finde ich ein bisschen schade, aber ich habe schon öfter mal den Döner mal gegessen, das ist eigentlich ganz lecker. Ich muss jetzt in den Döner reinbeißen fürs Thumbnail, aber gleichzeitig muss ich auch... Ach shit, jetzt schon mit Mayo. Aber Döner mit Mayo ist doch okay, oder? Das sollte okay sein. Mayo-Mauge! Ja, was soll denn passieren? Wirklich, das ist ja wirklich eine Frechheit, also wirklich, was ich hier tue. Ich hab mal eine Gabel, also mische ich den jetzt mit dem Finger ganz gut durch. Ja, sorry, ja. Ich bin ein ekelhaftes Schwein, ich habe jetzt keinen Bock, eine Gabel zu holen. Okay, Mayo-Döner, wir probieren's. Leicht widerlich, aber essbar. Alle jetzt denken, boah, du fetter, ekliger Wichser, leck mich, das schmeckt echt voll in Ordnung. Natürlich ist das jetzt keine 10 von 10, aber... Ich glaube auch, dass Mayo-Döner... Döner, Grüße gehen raus. Ey, und danke für Foxgame für die Mitgliedschaft, Leute. Ihr wisst Bescheid, meinen Livestream-Kanal findet ihr wie immer in der ersten Link in der Beschreibung. Heute Abend noch um 20.15 Uhr neuer Livestream. Schaut vorbei, Alter. Ihr seht mich live, ungeschnitten HD. Aber auf jeden Fall Döner mit Mayo stelle ich mir auch ganz okay vor, weil wenn ihr zum Beispiel Joghurtsoße drin habt, Mayo... Es ist nicht so ein kranker Unterschied, glaube ich. Es geht. Es ist echt für diesen furchtbaren Tag heute. Es tut mir einfach wirklich leid für diesen leckeren Döner, weil er war wirklich nett. Also der war wirklich super lieber Döner und der endet jetzt einfach in einer Mayo-Soße. Nicht so angenehm zu essen. Aber komm, das letzte Stück gönnen wir uns noch, ja. Wir sind Europameister im Schweinemästen. Früher da war ich ein begnadeter Gitarrenspieler, aber es gibt ein neues Instrument, das ich sehr gerne spiele. Und zwar die Mayonnaise. Mayonnaise auf ein Instrument? Nein. Ist Mayonnaise auf ein Instrument? Nein. Ist Mayonnaise auf ein Instrument? Nein. Döner, das war... Und das, meine Damen und Herren, das ist der Zeitpunkt, an dem man sich denkt... Auf welcher Seite von YouTube bin ich denn bitte gerade gelandet? Keine gute Entscheidung. Mein Magen fühlt sich gesättigt an, aber so richtig fettig, eklig, ölig, Mayo-mäßig gesättigt. Durch die Mayo-Packungen feiern in meinem Bauch gerade eine Party. Hey, hey, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Und was hat meine Mutter schon immer gesagt? Wenn der Bauch wehtut, dann ist ein Süppchen nicht schlecht. Nein, nicht Mayo-Suppe. Jetzt kommt wieder die eklige Mayo-Suppe, Bruder. Der Grund, wie das Video hier entstanden ist, leckere Hühnersuppe von meiner Mutter. Also wirklich, meine Mutter macht so eine leckere Hühnersuppe. Also wirklich, früher war es so, Leute, ich habe auch gesagt so, Mann, Mayo und Suppe, du bist doch krank. Meine ganzen Geschwister haben das gegessen und ich dachte mir so, aber irgendwann habe ich Irgendwann bist du auch geworden. Ich merk, Digga, Mayo in dieser legendären Hühnersuppe meiner Mutter ist wirklich, ich weiß, ihr sagt, wirklich, ohne Scheiß, Leute, es ist wirklich ein absoluter Genuss. Also wirklich, diese Mayo macht diese Suppe um... Bah, Alter, wie viel der da auch reinmacht, ne? Also... Das Doppelte nochmal besser. Einfach nur geil. Wirklich, Das sieht so eklig aus, dieses Suppenwasser. Und dann hängt da so ein bisschen Mayo überall so drin, so dieses cremige. Oh Mann, das leichte, leckere, dieser Mayo im Hintergrund zwischen dieser geilen Brühe. Oh Mann, Mayo-Suppe. Boah, Digga, ich kann mir das nicht anschauen, das sieht so eklig aus. Ich muss vorspulen.
Es tut mir leid, ich muss wirklich vorspulen. Ich finde das so eklig, Digga. Ich habe jetzt hier eine wunderbare Pizza bestellt. Och Gott, sieht die gut aus. Na, guck mal, die auch schön richtig knackig ran. Natürlich kann ich ganz normal essen, aber ihr wisst ja, was drauf kommt. Ja, ich habe Mayo auf Pizza? Kommt drauf an, welche Pizza es ist. Könnte okay sein. Mayo dabei. Natürlich, wenn nicht, wäre kein Mayo dabei. Ich glaube, was zu trinken nicht viel. Er hat mich in seine Cola, Mayo, in seine Cola! Wie schmeckt denn die Pizza jetzt mit Mayo? Alter, ist die Mayo dominant. Alter, das schmeckt unfassbar widerlich wegen der Mayo. Auf der anderen Seite ist die Pizza ultra lecker. Digga, mach doch nicht so viel drauf, mach doch ein bisschen drauf nur. Ach, boah, ist ein schwieriger Kampf, aber ich werde es aufessen. Boah, Cola mit Mayo ist gar nicht schlecht. Offiziell, Evanio, ich hab den Glauben verloren. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ey, ich hab eine Bäckerei gefunden, die war ja mega cool. Einfach so eine einheimische Bäckerei, sag ich mal. Also nicht so eine Großkette. Da sind die Brote mal extrem lecker oder die allgemeinen Sachen da. Und da habe ich Mohnfranzbrötchen gekriegt. Das wird jetzt leider versaut. Widerlich. Nein. Mayo. Vor allem, wie froh meintest du mir als Verkäuferin? Viel Spaß beim Vernaschen. Mayo ist da so falsch, Digga. Also so. Ey Mann, Evanio, was machst du? Kommt da noch ein Fazit? Ich will noch ein Fazit hören. Des Videos bist und plötzlich merkst, dass die Audio komplett geleckt ist. Ein Video da, wenn ich es noch nicht getan habe. Ich glaube echt, ich brauche ein neues Mikro. Mein Mikro ist irgendwie ein bisschen geleckt. Aber hey, falls jemand fragt, hey Leute, wie schmeckt denn Cola mit Mayo? Ich kann es beantworten. Und ich kann euch beweisen, dass mein Mayo-Süppchen ein leckeres Mayo-Süppchen ist. Morgen um 18.30 Uhr. Er macht nie ein Fazit, Mann. Evanio, ich will doch wissen, wie hat sich's jetzt ausgewirkt? Bitte sag so, ja, jetzt sind 24 Stunden vorbei, also meinem Bauch geht's nicht so gut, ich kann's nicht empfehlen, das Gericht war okay, das Gericht war schlecht. So, nochmal kleine Roundup, nochmal kurz sagen, so dies, das, und dann wissen wir alle Bescheid, was jetzt Sache ist, okay? Aber meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren, nicht vergessen, checkt Evanio ab, der ist gestört. In der Beschreibung verlinkt. Rauf da auf seinen Kanal, abonniert ihn, einzigartig, auf Wiedersehen. Tschüss!